Hallo und herzlich willkommen zu diesem Replay von World of Warships. Und ja, ich habe mir vorgenommen, wieder ein paar mehr Replays zu zeigen, weil einfach die Aufnahmedauer von mir selbst so ein bisschen teilweise sehr lange dauert, bis ich ein gutes Gefecht bekomme, was ich auch zeigen will. Und B, es einfach viele geile Gefechte gibt, die man bestimmt auch mal einfach zeigen soll. Und hier in dem Fall hat mir der Fima Christo ein Replay geschickt mit seiner Cleveland. Also in dem Fall ganz einfach, macht Screenshots vom Gefechtsergebnis, dass ich die dann auch am Ende des Videos zeigen kann. Und schickt mir den Replay-Link einfach in der E-Mail an icaramba@wg-news.com und dann zeige ich euch vielleicht auch eures. Wie man ein Video aufnimmt, habe ich schon mal einmal auf YouTube beschrieben. Im Zweifel einfach nach World of Warships Replay Icaramba, dann findet ihr das. Jetzt spule ich mal ein bisschen vor, dass wir hier mal ein bisschen was sehen, was er so vorhat. Hier die ersten Flugzeuge, die er schon beschießt. Den ersten holt er auch gleich runter. Und jetzt geht's rund. Und da geht er auf die Farragut. Hat aber keine Chance. Jetzt kommen hier die ersten Bomber an. Ja, die treffen Gott sei Dank nicht das Ziel. Aber er hatte hier auch seine Spezialfertigkeit, hat einen Katapultjäger in der Luft. Also mehr konnte er nicht machen als hier in dem Fall. Aber obwohl sich der Gegner so gut hier auf ihn einschießt, muss man sagen, ist er sehr fleißig, was die gegnerischen Flugzeuge angeht. Schon 10 Stück runtergeholt. Ich glaube, die greifen nicht nochmal an. 11 Stück. Heidewitzka. So. Und jetzt mal schauen. Da drüben hat er ein bisschen was, auf das er eigentlich schießen kann. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Er schreibt auch, dass einer der Flugzeugträger schon 2 von den Gruppen der Torpedobomber verloren hat. So, und jetzt hat er da die New York und auf die wird jetzt geschossen. Ich verlinke unten im Video übrigens nochmal wahrscheinlich das Video zu dem, wie man Replay aktiviert und wohin ihr das schicken müsst. Also wenn ihr es am Anfang des Videos nicht ganz mitbekommen habt, kümmere ich mich darum. Jetzt sieht man hier die große Stärke der Cleveland, dass die sehr schnell schießt und dabei kommen die Granaten auch sehr konisch nach unten. Also sie treffen wirklich sehr gut rein und dabei zündet man halt auch ganz gern mal einen an. So wie jetzt schon wieder. So, jetzt schießt er die New York auch mal. Was leider hier in den Replays immer so ein bisschen fehlt, ist die vertikale bzw. horizontale Linie. Die fehlt, also ihr braucht nicht denken, ich spiele da ohne, sondern die ist einfach beim Replay weg. Man merkt halt, dass die offizielle Replay-Funktion noch nicht integriert ist und dass die noch so ein bisschen fehlerbehaftet ist, aber naja, vielleicht ändert sich das ja hoffentlich noch. Aber der New York, der heizt da schon ordentlich ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwölf Kilometer, da kommt halt auch super drauf und wie gesagt, ihr seht ja, wie die Schüsse da in der Luft sind und jetzt dürfte sie... Ah, macht sie nicht weg, schade. Dachte ich, das wäre sein Kill, aber hat nicht sollen sein. So, der hat auch nur in Nürnberg, auch nicht weit weg. Da bremst er auch ab, sieht man ganz gut links unten an der Geschwindigkeit. Was er sich hier hinten jetzt da schön eingefahren hat und einfach aufgrund der Flugkurve kann er hier wirklich gut wirken, ohne dass er großartig gerade fürchten muss, selber beschossen zu werden. Aber als Gegner normalerweise, wenn man auf die Cleveland achtet, kann man auch den Schüssen recht gut zumindest noch ausweichen. Aber die Nürnberg hat gerade andere Probleme als ihn. Jetzt ist er schon mit 10 Knoten rückwärts fahren. Vielleicht jetzt mal einen Kill. Komm schon. Komm schon. Nein. Ja, aber arschknapp, dass er hier den Kill klar macht.
So, der Torpedobomber, die auf die Kongo wieder fliegen. Da kann er leider nicht unterstützen, weil dafür ist er noch zu weit weg. Er gibt aber Gas, um da noch hinzukommen. Man sieht auch, dass die Cleveland gut in Fahrt kommt. Aber nein, hier drüber kommt er zur Kongo einfach nicht, beziehungsweise kann hier von den Flugzeugen keine mehr runterholen. Links von ihm, da drüben, genau, da kommt eine Karlsruhe. In dem Augenblick, als ich sie sozusagen auf der Minimap erspielt habe, hat er es auch gemacht. Übrigens oben links der Ping, das ist natürlich nicht der Spielping, sondern sozusagen der Replay-Ping. Der Ping wäre auch mal geil im Spiel zu haben. Minus 35. So, nochmal ein Flugzeug weggemacht. Ja. Na. Auf die Karlsruhe könnte man übrigens auch gut mit der AP schießen. Also er schießt die HE only, aber... Wie gesagt, da könnte man ruhig mal mit AP arbeiten und auch mal versuchen, die Zitadelle wegzumachen. Gerade bei der Distanz, aber naja, er schießt sich hier sehr, sehr gut mit seinem HE ein und jetzt macht er vielleicht sogar den Killshot direkt. Ne, noch nicht. Kommt jetzt, ja. Seiner, und da ist noch eine Cleveland. Cleveland schaut sogar in seine Richtung tendenziell. Ne, dreht aber weg. Also er hat hier bisher ein sehr leichtes Unterfangen, weil er auch wirklich auch keine Schüsse bekommt. Das ist das Kuriose. Oh, wie zu hoch. Na, was sieht man denn gern lieber als so einen Flugzeugträger, der da sogar noch in seine Richtung steht und fährt. Ich finde es aber jetzt spannend, dass er jetzt rechts an der Insel vorbeifahren will. Ah, da macht er eine Zitadelle, aber die Zitadellenschaden sind natürlich überschaubar. Aber ihr seht, der Flugzeugträger, der tickt schnell runter, aber der bremst auch dementsprechend ab, dass er weiter wirken kann. Und jetzt aimt er ein bisschen so, dass er eben eher mittig drauf kommt. Davor hat er immer ein bisschen zu weit vorne, aber jetzt aimt er ziemlich gut. Nochmal eine Zitadelle und da sammelt sich dann der Schaden. So, noch 2000. Jetzt kommen die ersten Schüsse und der dürfte ihn wegmachen. Ja, da ist er auch zerstört. Er sammelt hier fleißig den Schaden. Das muss man ganz klar sagen, wie es ist. Ihr könnt mir natürlich auch gerne sagen, ob ihr das gut findet, dass ich jetzt auch hier so ein paar mehr Replays zeigen will bei World of Warships oder ob ihr sagt, nee, hier bleibt beim Live-Gameplay, alles andere ist doof. Aber ich sag mal so, es wäre so der Hintergrund oder der Wunsch, der wäre, dass es so in etwa wird wie bei World of Tanks. Das heißt, so in etwa halb-halb, aber gerade da natürlich Road to Tier 10 ist natürlich gerade bei World of Warships eine Sache, die ich nicht so einfach einstellen will. Gerade frisch begonnen, da höre ich es nicht schon auf. Also von dem her, wie gesagt, sagt mir mal, was ihr von der Replay-Kommentierung wieder haltet, ob ihr es gut findet, wenn es dann natürlich sich die Waage hält. Auch das ist mir persönlich wichtig. Ein gutes Spiel will auch mal gezockt werden. So, da ist der nächste Flugzeugträger. Das geht doch gut los.
Aber auch da kommt der Schaden ziemlich gut rein. Er ist jetzt schon bei über 100 Hits in dieser Runde. Ist halt einfach schon wirklich ein Monster, was die Schussfrequenz abgeht. Killshot? Nee, noch nicht, aber jetzt. Ja, da brennt er sogar weg. Wahnsinn. Oben seht ihr den Schaden. Er ist aktuell schon bei 76.000. Fährt er jetzt hier? Er aimt noch auf den Falschen. Oh, jetzt merkt er Insel. Jetzt macht er den Alcaramba fast nach. Insel und ich, wir sind eigentlich immer die größten Buddies in dem Spiel. Und dann nochmal angezündet. Also man sieht auch, die Brandwahrscheinlichkeit ist absolut vernünftig von dem Schiff. 10% kann man fast sagen, der Hits. Oder über 10%. 143 Hits. 15 Brand. Oder 15 Brände hat er verursacht. So ist es Richtige gesagt. Und dementsprechend seht ihr, da geht schon einiges. Jetzt die Kongo. Das ist ein schönes, dankbares Ziel. Da ist sehr statisch. Ich würde persönlich weiter auf die Kongo gehen, aber er will hier auf die Cleveland. Und die Cleveland fährt jetzt auch noch dankbarst der Kongo rein, um dass sie da verlangsamt. Vier Kills hat er schon. Not bad, not bad. Und da eine New Mexico, die ist aber auch nicht weit weg. Übrigens jetzt auch so wieder die Distanz, wo ich so Richtung AP eher gehen würde an seiner Stelle. Kriegt hier jetzt mal nebenbei das Großkaliber. Weil auch wenn das Kaliber von seinen Kugeln nicht oder den Granaten nicht groß ist, kann man aber damit doch schon was anfangen. Auf die Distanz definitiv. Aber jetzt da... Ist er auch weg. Wahnsinn. Krake freigelassen. Free the Kraken. Ja. Es läuft einfach. Es läuft. So, jetzt bekommt er auch mal die Hits. Und jetzt, glaube ich, wird das nicht mehr lang machen. Kongo auf die Distanz. Da kommt einiges rein. Und Torpedos auch noch. Macht er die Kongo noch weg? Auch die Kongo macht er noch weg. Ja, wahnsinnig. 206 Hits. 100.000 Damage schon. Und jetzt noch auf die Königsberg. Unglaubliches Gefecht einfach. Ja, ich glaube doch, ich habe Bock auf Unterstützer natürlich. Ah, und da wird er aus dem Spiel genommen, aber hat so viel Schaden gemacht, wie es einfach wirklich sensationell war. Und wir schauen uns natürlich noch das Ende der Runde an. Ich werde so ein bisschen vorher abbrechen müssen, wenn ich sehe, dass der möglichst der letzte zerstört wird. Hat den ganz einfachen Hintergrund, wenn die Runde von sich nämlich theoretisch aufhören würde, dann ist es so, dass das Replay direkt abbricht, die Aufnahme ist damit beendet und speichert sich nicht ab. Das heißt, nicht wundern, wenn ich sehe, dass der letzte zerstört wird, wird dann kurz vorher nochmal beendet. Aber wir schauen nochmal, was hier die anderen so machen. Er selber war, wie gesagt, unglaublich fleißig. Am Ende des Matches werdet ihr sehen, über 120k Damage gemacht. Wirklich unglaublich. So, die Omaha hat jetzt da auch noch einen mitgenommen. In dem Fall die Islayav. Ist natürlich nicht so schwierig für den Kreuzer, den Zerstörer rauszunehmen. So, die Kongo dreht sich lustigerweise gar nicht auf die Gegner drauf. Also normalerweise jetzt rechts einschlagen und dann einfach mal die Türme wirken lassen, aber macht er nicht. Oh, Wahnsinn, wie viele Torpedos da kommen, da hat er Glück gehabt. So, zerstört und jetzt fehlt letztlich nur noch die Königsberg. Und da kommen die nächsten. Trifft da einer? Ja, duck. Da trifft einer und da hinten kommt sogar auf... Wow, war der knapp. Alter Schwede.
Königsberg dürfte es nicht mehr lange machen. Er schreibt auch, wow, the last hop was close, Gary. Ja, der war in der Tat sehr, sehr knapp. Und die Königsberg, wir schauen uns noch einen Schuss von der Kongo an. Wunderschön. Und die Torpedos, die klappen diesmal nicht mehr. Und und dementsprechend verlangsamen wir jetzt hier die Aufnahme. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Es war eine tolle Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.